An 3 Tagen wurde ganz großes Kino im Schlosshof Triberswinkel geboten. Bürgermeister Andreas Babler und sein Team wollten das kulturelle Angebot erweitern und mit dem Cinema Paradiso als Partner wurde ein perfektes Open-Air-Kino mit Live-Konzert vor Filmstart geboten. Heute erstes Sommerkino hier im Schloss Triberswinkel, ausgestattet vom Cinema Paradiso. Ihr seid ja die Experten in Sachen Open-Air-Kino und überhaupt Kino. Eine spannende Location für euch? Eine sehr spannende Location. Es ist eine wunderbare, wirklich eine wunderbare Location. Das Schloss, der Park davor und der Innenhof ist, finde ich, einzigartig. Und es ist ein Ort, der eigentlich in der Gegend, außer von den Triberswinklern und den Experten sozusagen und den Anrainern, überregional kaum wahrgenommen worden ist bis jetzt. Also die Location verdient sich mehr Aufmerksamkeit. Wir haben vor allem mit Cinema Paradiso einen kompetenten Partner gefunden dafür und haben sich überlegt, was auch der Geist für so ein Open-Air-Kino sein kann. Was für uns wichtig war als Kinderstadt, ist auch zusätzlich ein ganz spezielles Angebot für Kinder zu schaffen. Ein Sonntag- und Nachmittagsprogramm zusätzlich zu den 4 Abende zu spielen mit Pippi Langstrumpf in der Klassikform. Und das ist uns wichtig und in dieser wahnsinnig coolen Atmosphäre im Triberswinkler Schloss, das wir absichtlich auch ganz bewusst auch wieder der Bevölkerung zur Verfügung gestellt haben. Früher war das einmal gesperrtes Areal und das spiegelt auch wieder den Geist der Stadt, offen zu sein, offenherzig zu sein, kulturell offen zu sein und vor allem auch den Bürgerinnen und Bürgern ein breites kulturelles Angebot zu geben. Und dafür stehen wir und das haben wir jetzt wieder umgesetzt mit einem Schritt. Wir starten heute mit einem Oscar-prämierten Film, das Green Book, fahren morgen mit einem österreichischen Film fort von Bilgeri, Erik und Erika, von dem berühmten der berühmten Skirennläuferin. Am Samstag haben wir einen österreichischen Blockbuster mit Thomas Stipschitz, Love Machine. Und ganz besonders freue ich mich auf Sonntag. Da haben wir das Mitsing-Kino Mamma Mia, und haben auch so eine Animationsgruppe dazu gebucht, die Leute mit, also animieren wir zum Mitsingen und jeder bekommt ein Goodiebag. Also lassen Sie sich das nicht entgehen. Und morgen kommt 3-0 Bilgeri mit einem Konzert vor dem Film und dann zeigt er seinen Film, wo er Regie gemacht hat, seinen zweiten Erika über den Erik Schinecker, diese Skilegende. Und der Bilgeri wird da sein als Regisseur, wird Fragen beantworten und über den Film erzählen, auch nach dem Film. Und das wird ein ganz besonderer Event. Freue mich schon sehr. Das ist der volle Renner und ich freue mich, dass unsere Innovationen in der Stadt auch immer von Erfolg gekrönt wird. Weil man kann vieles am Reißbrett planen, ich kann vieles mit meinem Team planen und ich habe ein ganz engagiertes Team. Aber wichtig ist, dass das angenommen wird und ich freue mich total, dass das so ein Renner wird.